Dank. Ja, ich möchte anfangen mit zwei Dingen. Und zwar hat Herr Schindler von den Erwartungen gesprochen. Und wir befinden uns an einem Ort, der mit Filmen zu tun hat. Deshalb möchte ich Ihnen gleich was gestehen. Ich bin ein Freund schlechter amerikanischer Filme, unter anderem des Films Hot Shots. Da wird also der Hauptdarsteller Topper Harley gefragt, was liest du gerade? Wie heißt das Buch? Sagt er, große Erwartungen. Wie findest du es? Ich hatte mir mehr davon versprochen. Das leitet über zu dem, was wir gemacht haben mit Wikimedia, was wir uns davon versprochen haben und was tatsächlich dann passiert ist. Das heißt, ich werde Ihnen zuerst ein bisschen was über die Ausgangslage erzählen, über unser Personal, aber auch über die Bestände. Ich werde Ihnen was erzählen über das digitale Bildarchiv des Bundesarchivs und natürlich dann, wie ist diese Kooperation angelaufen, wie ist sie verlaufen und welche Perspektiven ergeben sich daraus. Wir, es meint im Moment 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Standorten, 11 davon in Koblenz. Das heißt, wenn Sie das durch die ungefähr 10 Millionen Fotos teilen oder Bilder, hat jeder ungefähr 1 Million Bilder zu bearbeiten. Wir beklagen uns also nicht über Arbeitsmangel. Hinzu kommen noch Plakate, Karten und Tonträger, die wir auch zu bearbeiten haben und wo wir natürlich vor allen Dingen auch eine entsprechende Benutzung gewährleisten müssen. Und hier schon mal als erste Zahl vorab, diese Benutzung ist gestiegen. Angefangen haben wir ungefähr 2002, 2003 mit Digitalisierungsmaßnahmen, mit der Digitalisierung von Fotos und haben dafür dann 2004 auch eine Datenbank beschafft, die von vornherein schon so implementiert worden ist, dass wir die Bilder irgendwann mal online stellen können. Das steuern wir in der Datenbank über zwei verschiedene Schalter. Das eine ist der Status, wenn ein Bild fertig ist, beziehungsweise auch der Text fertig ist, werden die Sachen hochgeladen. Und wenn wir unten bei diesem Schalter, ich weiß nicht, können Sie es sehen? Ja. Geht einigermaßen. Internetfreigabe ja ankreuzen, wird auch Bild und Text angezeigt, ansonsten nur der Text. Das ist natürlich den urheberrechtlichen Problemen geschuldet, aber auf die möchte ich hier nicht eingehen, sonst, erstmal habe ich dafür nicht die Kompetenz und zum Zweiten wird es ein bisschen lange dauern. Wir haben uns natürlich was dabei gedacht mit diesem digitalen Bildarchiv, was dann, Dankeschön, also. So begeistert haben die Leute auch am 11. September 2007 reagiert, als es dann tatsächlich online gegangen ist. Gedacht haben wir uns dabei, der Benutzerzugang sollte also vereinfacht werden und sollte auch beschleunigt werden. Vereinfachung und Beschleunigung meint, dass ich auch als Bildwissenschaftler selbsttätig Bild als Quelle verifizieren kann. Meint aber natürlich auch, dass ich als beispielsweise kommerzieller Nutzer schnell an ein Bild bekomme, dass ich als Medienunternehmen schnell an ein Bild bekomme. Das war der Hintergrund. Wir hatten natürlich auch für uns überlegt, was wird das für uns bedeuten. Wir wollten unbedingt auch unsere Aufwände reduzieren. Viele Aufwände im Rahmen dieser Bilderschließung sind ja nicht unbedingt kreativ, also beispielsweise einen Kostenbescheid zu erstellen, ist jetzt keine freudvolle Aufgabe und das wollten wir dann tatsächlich über dieses digitale Bildarchiv mit einer automatisierten Zahlungsplattform dann wegfallen lassen. Das hat auch soweit geklappt. Wir haben das realisiert auch mit kommerziellen Partnern, mit der Firma, die schon unsere interne Bilddatenbank programmiert hat und einer Firma, die das Webhosting übernimmt. Das machen wir also nicht selber. Online gegangen ist das Ganze dann, wie gesagt, wie vorhin auch schon hinreichend bejubelt, am 11. September 2007. Auch da gab es einen roten Knopf, genauso wie bei der Freischaltung des Farbfernsehens durch Willy Brandt. Mit dem Unterschied, bei uns hat es geklappt. Also bei Willy Brandt war das Bild ja schon farbig, noch bevor die Hand auf dem Buzzer war. Bei uns ist es dann tatsächlich online gegangen, als die beiden Herren auf den Knopf gedrückt haben, der ansonsten natürlich völlig funktionslos war. So sieht es also aus. Eine relativ einfache Startmaske mit ordentlich viel Text, wie man das bei einer Behörde erwartet. Und nach Eingabe der entsprechenden Suchbegriffe werden Sie dann mit den entsprechenden Bildern beliefert, beziehungsweise da haben Sie Filtermöglichkeiten ohne Ende. Das möchte ich jetzt im Einzelnen gar nicht vorstellen. Was wir aber gemacht hatten, war schon vom Start an in den FAQs eine Antwort auf die Frage zu geben, darf ich Bilder des Bundesarchivs denn eventuell auf anderen Webseiten oder auf Wikipedia, in Wikipedia-Artikeln einbinden? Unsere Antwort war ja, dürfen Sie unter folgenden Voraussetzungen. Daraufhin hat Herr Schindler uns halt angeschrieben, er ist also dann, wenn Sie wollen, schuld. Das wäre ja schön, welche Bedingungen wir da skizzieren, die wären aber nur für Wikimedia Commons nicht brauchbar. Und da haben wir dann gesagt, naja gut, dann lassen Sie uns doch mal darüber reden, wie wir das machen können, dass diese Bilder auch genutzt werden können. Diese Gespräche haben im Jahr 2008 stattgefunden und mündeten in einen Vertrag. In diesem Vertrag haben wir uns verpflichtet, den
Wikimedia Deutschland e.V. knapp 90.000 Fotos kostenfrei zur Verfügung zu stellen und die unter dieser Lizenz Creative Commons 3.0 BY-SA zur Verfügung zu stellen. Was das ist, werde ich in gebotener Kürze erläutern. Wikimedia Deutschland e.V. hat wiederum gesagt, sie entwickeln ein kleines Tool, mit dem wir zu unserer Personenliste, die wir haben, die sogenannte Personennamendatei, diese Nummer hinzufügen können. Das hätten wir wohl kaum selber geschafft, vor allem nicht in der Zeit. Wir haben dann wiederum gesagt, na gut, dann gibt es auch in dieser Personenliste einen Link auf Wikipedia-Artikel. Und geplant war dann noch eine Bilderschnitzeljagd, weil wenn Sie selber Bilder in eigenen Beständen haben, werden Sie nachvollziehen können, Sie wissen nicht auf jedem Bild, wer drauf ist, wann das aufgenommen ist und an welchem Ort das aufgenommen ist. Diese Bilder haben wir auch und da haben wir uns versprochen, davon versprochen, wir nutzen die Weisheit der Massen, die uns dann vielleicht dabei helfen. Im Einzelnen. Was bedeutet Creative Commons Lizenz? Im Groben, denke ich, werden Sie das wissen. Für uns war wichtig, dass die Namensnennung erfolgt. Das heißt, wenn Sie ein Bild des Bundesarchivs via Wikimedia Commons nutzen, müssen Sie die Namensnennung in der vom Rechteinhaber festgelegten Weise zitieren. Das ist in dem Fall Bundesarchiv, dann unsere Bildsignatur, der eindeutige Identifikator, die Angabe des Fotografennamens und dann den Lizenztyp. Das ist eigentlich alles. Und dann können Sie diese Bilder in der Tat für jeden möglichen und unmöglichen Zweck nutzen. Innerhalb von einer Nacht hat ein Wikipedianer dieses Tool programmiert. Also Freitagabend hatten wir die Nachricht gegeben, der Präsident hat grünes Licht zu unserem Vertrag gegeben. Ihr könnt also loslegen und Samstagmittag gab es dann die Antwort, ist fertig. Könnt ihr gucken. Und wenn Sie in der öffentlichen Verwaltung tätig sind, wissen Sie, dass sowas für uns nur ein Wunder ist. Ja, also Ausschreibung, vielleicht noch das Beschaffungsamt. Das ist ein Prozess, der halt ein bisschen länger als einen Tag oder eine Nacht dauert. Insofern war das eine tolle Sache und war auch ein sehr schönes Tool. Das heißt, in diesem Tool sehen Sie oben einen Eintrag aus unserer Personenliste, Bauer, Paul, ein Alpinist. Und dann sehen Sie mögliche Vorschläge, einerseits in Wikipedia, zu Wikipedia-Artikeln und dann in der Datenbank der Deutschen Nationalbibliothek. Und da konnte man dann aussuchen und sagen, derjenige ist es. Und dann habe ich also zusammengeführt unsere Personenliste mit der PND-Nummer und dem Link auf Wikipedia. So einfach, so gut. Bei allerdings 58.000 Personennamen dann doch eine ganz ordentliche Arbeit, die allerdings auch durchaus Spaß gemacht hat. Also da haben sehr, sehr viele Wikipedianer sich sehr engagiert. Wir im Bundesarchiv haben auch mitgemischt, teilweise dann auch außerhalb der Dienstzeit, weil es einfach auch Spaß gemacht hat. Wir haben dann diese fertige Liste in unsere interne Bilddatenbank eingearbeitet. Das sieht dann wie folgt aus. Eine einfache Textliste, wo Sie sehen Name, Vorname, kurze Angabe zu dem, was diese Person gemacht hat. Besonders wichtig dann, wenn es sich um namensgleiche Personen handelt, um die zu unterscheiden. Das spielt zum Beispiel bei dem Politiker Gerhard Schröder eine Rolle. Das ist durchaus ein interessanter Unterschied, ob es sich um den SPD-Bundeskanzler oder den CDU-Innenaußenminister handelt. Das haben wir damit unterschieden, aber noch besser kann man das natürlich mit dieser PND unterscheiden. Die ist eindeutig. Aber Sie sehen, so gesehen relativ einfach aufgebaut, kein Teufelswerk und hinten dran der Link auf den Wikipedia-Artikel. Wie wirkt sich das aus? Sie suchen bei uns in der internen Bilddatenbank zum Beispiel nach Erwin von Witzleben, bekommen eine Reihe von Treffern angezeigt, machen einen Detaildatensatz auf und finden unten dann den Eintrag aus dieser Personenliste mit der PND und mit dem Link auf Wikipedia, auf den Artikel. Den gucken Sie sich an und siehe da, oben rechts, was prangt da, ein Bild des Bundesarchivs. Das liegt bei Wikimedia Commons. Und wenn ich unten bei diesem Bild bin, sehen Sie auch wiederum einen direkten Link auf die Bilddatenbank des Bundesarchivs. Klicken Sie da drauf, sind Sie wieder im Bundesarchiv. Der Kreislauf ist geschlossen und vor allen Dingen bedeutet das natürlich, dass uns nun Leute finden, die uns vorher nicht gefunden haben, die sich mittlerweile oder wo sich viele dann verwundert die Augen gerieben haben, welche Schätze hat denn das Bundesarchiv an historischem Bildmaterial in seinen Beständen? Ein durchaus als Erfolg zu bezeichnender Punkt dieser Kooperation ist die Hinweise auf fehlerhafte, inkorrekte Bildtexte. Da haben wir bis zum 16.09.2011 680 Hinweise bekommen und die Qualität dieser Hinweise hat uns überrascht. Das heißt, man konnte auf einer speziellen Seite eintragen, bei dem Bild XY ist der Ort falsch identifiziert oder die Person ist nicht korrekt oder es ist ein reiner Schreibfehler oder sonst was.
Wir haben dafür extra einen Werkstudenten angestellt, denn wir haben diese Einträge nicht automatisch übernommen, sondern haben gesagt, wir prüfen die erstmal. Das hat jemand gemacht, der aber auch schon vorher im Bildarchiv mehrfach gearbeitet hatte und der jeden einzelnen Eintrag geprüft hat und der dann über einen eigenen Account des Bundesarchivs bei Wikimedia auch ein Feedback gegeben hat. Also nichts ist ja schlimmer, als wenn ich irgendeine Anfrage absende oder beziehungsweise einen Kommentar gebe und es passiert einfach nichts. Wir tun vielleicht was, aber man hat keine Reaktion. Also das finde ich persönlich auch schlimm und dementsprechend haben wir, wenn auch formalisiert und standardisiert, aber jedes Mal eine Reaktion gegeben. 16.09. deshalb, weil der Vertrag dieses Werkstudenten ausgelaufen ist. Das heißt, jetzt machen wir es auch noch selber. Ist jetzt aber auch nicht mehr so viel, muss man sagen. Was toll war, war eben die Qualität der Hinweise. Also in deutlich über 90% der Fälle war der Hinweis korrekt. Da haben wir uns also vertan oder es war wirklich ein Schreibfehler oder die von Wikipedianern vorgeschlagene Person war die richtige Person. Da muss man also sagen, Respekt vor der Qualität, auch der Arbeit, die die Leute da gemacht haben. Nicht gerade eine Überraschung war, dass das Presseecho entsprechend war, nachdem wir am 4. Dezember 2008 diese Kooperation bekannt gegeben haben. Es gab eine Menge Wind in den Medien. Es gab auch, was uns besonders gefreut hat, eine Menge persönliche Zuschriften, auch von Bürgern, von Leuten, die uns geschrieben haben, dass sie das klasse finden, bis hin zu Forderungen nach einer Gesetzesinitiative, nach dem Motto, das müssen jetzt alle Archive so machen, wie ihr das gemacht habt. Also das haben wir, wie Sie vielleicht auch Wissen nicht gemacht, also es gibt kein Gesetz, das zu tun. Wir haben diese Informationen natürlich weitergetragen, auch in der archivischen Community und haben auch an weitere interessierte Institutionen entsprechende Infos gegeben, über die Vor- und aber auch über die Nachteile. Und es gibt mittlerweile auch weitere Kooperationspartner bei diesem Projekt. Was auch nicht gerade überraschend war, dass dann die Zugriffszahlen im digitalen Bildarchiv ordentlich nach oben gegangen sind. Sie sehen den hohen Balken, das ist der Dezember 2008 und seitdem hat sich es auch nicht großartig beruhigt. Also die Nutzungsfrequenz hat deutlich zugenommen. Das heißt, wir haben mittlerweile deutlich über 4.200 registrierte Nutzer. Das heißt, wenn Sie sich in dieser Datenbank anmelden, müssen Sie sich registrieren, allerdings ist es alles kostenfrei. Das ist auch ungebrochen, also wir stellen auch nicht fest, dass es weniger wird. Und dieser Anstieg nach Dezember 2008, der ist wirklich nur auf diese Kooperation mit Wikimedia zurückzuführen. Was sich auch dadurch erhöht hat, logisch, ist der Anteil der ausländischen Nutzer. Das ist auch unsere Standardantwort auf die Frage nach dem Motto, ihr finanziert euch doch aus Steuergeldern, warum nimmt ihr denn Gebühren? Na, weil die ausländischen Nutzer eben keine Steuern bezahlen. Und da finde ich das nur angemessen, wenn wir von diesen Nutzern dann auch Gebühren erheben. Eine ganz erstaunliche Sache ist, dass sich die Einnahmen im Bundesarchiv deutlich gesteigert haben. Unser Haushälter war derjenige, der am Anfang deutliche Bedenken hatte. Klar, nach dem Motto, jetzt gehen wir das alles hier für lau raus, also dann bleibt ja gar nichts mehr in der Bundeskasse hängen, kann doch nicht sein. Dass die Einnahmesteigerung von 193% von 2008 bis 2010 zu verzeichnen ist, das hat alle überrascht, muss man sagen. Ist aber nur dadurch zu erklären, dass halt deutlich mehr Leute mittlerweile wissen, dass das Bundesarchiv wunderbare historische Bildbestände hat. Was damit allerdings auch einherging, ist eben die Zunahme von schriftlichen Anfragen. Und das sind satte 230%. Das ist insofern einerseits sehr schön. Wir freuen uns natürlich, dass wir mittlerweile sozusagen populärer sind. Problematisch ist das nur, dass ich nicht 230% mehr Mitarbeiter bekommen habe, sondern dass wir das mit dem vorhandenen Personal abdecken müssen. Das hat also doch einige Umstrukturierungen im Workflow notwendig gemacht und es ist jetzt noch nicht so, dass wir entspannt aufatmen, sondern es fallen teilweise wichtige andere Aufgaben unter den Tisch, beziehungsweise die kommen deutlich zu kurz. Man muss es klar so sagen. Auch wenn wir uns natürlich darüber freuen, dass eben mehr Leute wissen, dass es das Bundesarchiv gibt. Wie schon gesagt, wir haben die Einnahmen gesteigert, aber deutlich muss auch gesagt werden, wir sind keine kommerzielle Bildagentur. Man muss auch wissen, dass auch im digitalen Bildarchiv 70% der Downloads kostenfrei stattfinden. Was aber dann ein Riesenproblem für uns geworden ist, ist der Missbrauch bzw. auch die Probleme dadurch, dass Leute sich nicht an die Bedingungen dieser Lizenz Creative Commons gehalten haben und halten. Wir waren zwar davon ausgegangen, dass es einen gewissen Prozentsatz an Verstößen geben wird, aber dass die Anzahl der Verstöße bei deutlich über 90% liegt, also das hat uns wirklich überrascht. Und da muss man auch sagen, wenn uns vorgeworfen wird,
wir seien blauäugig gewesen, dann scheint das wohl zu stimmen. Also das hatten wir uns so nicht vorgestellt. Problematisch vor allen Dingen ist es aber, wenn, und das haben wir ja mit vielen Rechteinhabern, Verträge haben, die die Nennung zum Beispiel ihres Namens vorsehen. Und wir haben den Urhebern die Einhaltung dieser Verträge garantiert und das gilt auch für Nachnutzung logischerweise. Und wir hatten also schon entsprechende sehr unschöne Gespräche mit Urhebern, die gesagt haben, dass sie das nicht so besonders schön finden, dass ihre Bilder im Netz kursieren, auch wenn sie sich über die Nutzung freuen, aber wenn dann halt mit Namen. Zudem haben wir selber auch Fehler gemacht, auch das sehr kritisch angemerkt. Herr Schindler hat ja von dem Scheitern als Chance gesprochen, da sind wir, das muss man auch klar und deutlich sagen, das mag ich auch nicht verbrämen, da sind wir gescheitert. Da haben wir Bilder freigegeben, die wir nicht hätten freigeben sollen. Jedes einzelne, das waren nicht viele, trotzdem war jedes einzelne Bild zu viel. Allerdings bei 90.000 hatten wir vorher eine automatisierte Prüfung gemacht und nicht jedes einzelne Bild nochmal angeschaut, ob der Fotograf tatsächlich korrekt auch in der Datenbank aufgenommen worden ist. Das war leider nicht der Fall. Das sind also eine ganze Menge Probleme und die führten dann zusammen mit Verkäufen bei eBay irgendwann zum Schluss des Bundesarchivs, dass wir an diesem Projekt auch was machen müssen. Ein Problem ist nämlich, dass bei eBay viele Leute Bilder des Bundesarchivs verkaufen. Also der Spitzenreiter liegt bisher aktuell bei 3074 Bilder. Da hat also, muss man sagen, Respekt vor der Arbeit, die alle aus Wikimedia Commons runterzuladen, den weißen Quellenstreifen abzuschneiden, den Dateinamen Bundesarchiv zu entfernen und das Ganze dann als private Sammlung zu verticken. Da muss man also sagen, fast schon Respekt vor der Arbeit, aber es wird juristisch verfolgt. Wir verfolgen es aber nicht gezielt. Das heißt, wir haben keinen Mitarbeiter, der Zeit hätte, den ganzen Tag in eBay rumzusurfen und zu gucken, werden da weiterhin Bilder des Bundesarchivs angeboten, sondern es sind, wenn Sie so wollen, Zufallsfunde. Wir haben leider keine Personalressourcen für sowas. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel nennen für, oder auch zeigen für diese inkorrekten Nachweise. Das ist ein Bild, das ist eine der ganz wenigen Fotoikonen der DDR, wie immer man zu ihr stehen mag. Es ist trotzdem ein wirklich gut gemachtes Bild von dem Fotografen Horst Junge und gerade jetzt zum Jubiläum, Anführungszeichen des Mauerbaus, auch weit publiziert. So wäre es richtig, Bundesarchiv, Bildsignatur, Urhebername und der Lizenztyp. Und wenn man im Netz dann ein bisschen guckt, findet man das auch sehr häufig, völlig ohne Quellennachweis. Hier mit dem, zumindest der Nachweis, dass es aus dem Bundesarchiv stammt, allerdings keine Bildsignatur, aber dafür dann auch ein eigenes Wasserzeichen auf dem Bild. Hier haben wir es dann mit Signatur, aber ohne Urheber, auch schön, auch beschnitten. Und es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo es wirklich 100% korrekt gelaufen ist. Also bei dem einen Bild haben wir es an 14 Stellen gefunden. Zweimal war es komplett, davon einmal auf Wikimedia Commons. Da ist es immer komplett, da ist es so, wie es sein soll. Und ab dem Punkt wird es dann so ein bisschen interessant und die Leute nutzen das in teilweise kreativer Weise. Wir haben uns dann entschlossen, nach diesen Erfahrungen, die nicht besonders schön waren, die ursprünglich geplante Bilderschnitzeljagd doch nicht zu realisieren. Also wir hatten halt gedacht, wir könnten das nutzen, dass wir nicht identifizierte Personen, Orte, Sachverhalte oder Datierungen durch das Wissen der Spezialisten, die ja teilweise an den Rechnern sitzen, ergänzen können. Geplant war, wir werden automatisch benachrichtigt bei diesen Einträgen, aber aufgrund der geschilderten Probleme und der Arbeit, die auch das dann wieder machen würde und der knappen Ressourcen, die wir nun mal haben und der Beschränkung auf unsere gesetzlich festgelegten Kernaufgaben, haben wir dann gesagt, das realisieren wir nicht. Nicht nur, dass wir das nicht realisieren, sondern wir setzen die Kooperation nicht fort. Wir können es einfach nicht. Hauptgrund ist, da mögen andere Leute denken, das ist scheinheilig oder vorgeschoben, sind die rechtlichen Probleme und die Schwierigkeiten, die wir mit den Urhebern bekommen haben und weiterhin auch bekommen. Die Reaktionen reichten von, wie gesagt, feige, wir sind scheinheilig, wobei ich dann nicht weiß, was unsere wahren Motive sind. Also vielleicht haben Sie eine Idee, was unsere wahren Motive waren. Bis hin zu bedauern, dass viele Leute das bedauert haben. Wir bedauern das auch, denn die Zusammenarbeit war mit Wikimedia Deutschland e.V. hervorragend. Also mit Herrn Schindler, Raimund Specking möchte ich ausdrücklich nennen, die war hervorragend und die ist hervorragend. Das Problem ist nicht Wikimedia Deutschland, das Problem ist das, was die Leute nachher im Netz daraus machen. Und das ist wirklich schade und ich bedauere das auch persönlich. Denn an sich halte ich das weiterhin für ein gutes Projekt, ich halte es auch für wegweisend. Aber es hat nicht zum Ziel geführt, nicht zu dem Ziel geführt, was wir uns alle gemeinsam gehofft haben. Es war aber trotzdem meiner Meinung nach kein Irrweg, sondern es war ein Lehrpfad, den wir gegangen sind. Der hat halt nicht zu dem Ziel geführt, wo wir dachten, dass wir hinkommen, vielleicht auch zu einer Verstärkung dieser Kooperationen zum Ausbau, das ist leider nicht möglich.
Aber es heißt natürlich nicht, dass das Bundesarchiv keine Bilder mehr bereitstellt. Natürlich können Sie sich im digitalen Bildarchiv dann allerdings nach Registrierung diese Bilder runterladen und in der gleichen Qualität wie bei Wikimedia Commons das auch gebührenfrei machen. Das geht also weiterhin. Perspektiven. Ich habe ja gelernt, dann habe ich es ja auch mal richtig gemacht. Also ich habe jetzt ja keine Zeiträume angegeben. Also das ist also schon kein programmiertes Scheitern, aber das ist das, was wir uns noch vorstellen, was denkbar wäre, wie ich jetzt von Herrn Schittler gelernt habe. Also wir haben umgesetzt eine Kooperation mit der Bundesbildstelle. Das heißt, Bilder der Bundesregierung aus der Bundesbildstelle kriegen Sie auch schon über diese Datenbank. Was wir irgendwann noch machen werden, wir haben ein bisschen mehr digitalisiert, als Sie bisher sehen, ist ja klar. Man hängt immer ein bisschen hinterher bei der Betextung. Das kommt alles in die Datenbank rein. Wir wünschen uns sehr, dass wir irgendwann mal agieren statt reagieren. Also Jahrestage kommen nicht überraschend, das ist so wie Weihnachten. Gut, das kommt manchmal überraschend, aber wir wollen dann gerne im Vorgriff auf Jahrestage, beispielsweise jetzt 100 Jahre Erster Weltkrieg, da schon entsprechend die relevanten Bilder digitalisieren. Wir werden, auch wenn ich hier keine Zeit nenne, aber wir werden definitiv schon aus Bestandserhaltungsgründen Töne digitalisieren. Und dann heißt das natürlich dann irgendwann nicht mehr digitales Bildarchiv, sondern da werden wir uns noch einen knackigen Namen einfallen lassen, digitales Medienarchiv, was weiß ich was. Die werden wir auf jeden Fall auch digitalisieren und perspektivisch, ohne Angabe eines Zeitraums, dann auch online verfügbar machen. Gegeben, denkbar wäre auch eine Georeferenzierung und notwendig auf jeden Fall eine Metasuche über alle Bundesarchiv-Datenbanken. Wenn Sie schon mal auf der Seite des Bundesarchivs waren, da werden Sie also vielfältige Angebote finden und es wäre natürlich auch aus Benutzersicht schön, wenn ich diese Angebote tatsächlich mit einer Suche übergreifend erschlagen kann. Da wird noch ein bisschen Zeit Rhein und Mosel runtergehen. Das ist der Ort unserer Hauptdienststelle in Koblenz. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch das schaffen. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Martin Körber macht wieder den Aufschlag. Entschuldigung. Ja, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist das mit Wikimedia jetzt vorbei. Das heißt, die Bilder sind da auch nicht mehr, sondern sind nur noch... Doch, die sind noch da. Die sind noch da. Also wir löschen die Bilder nicht, sondern es ist der Status quo. Die Bilder sind da. Aber es kommen keine neuen mehr dazu. Es kommen keine neuen mehr, genau. Okay, dann können Sie aber doch den Missbrauch, der wahrscheinlich zum Abbruch des Projekts geführt hat, auch weiterhin einkalkulieren sozusagen. Dass der jetzt nicht schlagartig aufhört, ist uns klar, ja. Und der würde doch auch nicht aufhören, wenn Sie die aus Wikimedia rausnehmen und nur bei sich zum Download bereitstellen, dann kann ich mich ja registrieren und trotzdem hinterher machen, was ich will. Richtig, aber da ist die Hürde eine höhere und vor allen Dingen sind die Nutzer ja dann auch mit Namen greifbar. Das ist ja ein großer Unterschied. Wenn ich dafür Namen eingebe, ist ja nur meine Sache. Naja, so einfach ist das nicht. Also wir haben schon Möglichkeiten, das zu prüfen, tun das auch. Also es ist nicht so, dass jeder, der sich registriert, auch mit dem Namen Mickey Mouse dann durchkommt. Also ja, mit dem gut, Namen Mickey Mouse. Mein E-Mail-Name ist bestimmt ein anderer, sagen wir mal so. Es gibt Fälle, wo die Leute gescheitert sind. Und okay. Die Verfolgung war ja ein Problem, das Sie genannt haben, weil Sie können das nicht verfolgen, weil Sie keine Ressourcen haben, haben Sie gesagt. Da wäre meine Frage, kann das auch mit technischen Mitteln verfolgt werden? Kann man sich sowas überlegen? Wir hatten uns natürlich im Vorfeld auch so Sachen angeguckt wie digitales Wasserzeichen. Das ist auch eine Frage der Ressourcen, der Finanzen. Diese Systeme sind ja nicht kostenfrei und nutzbar und deshalb hatten wir das verworfen, auch weil wir ja gesagt haben, Nutzung an sich ist ja kostenfrei möglich und dann Kosten in so ein System zu stecken, mit dem wir eventuelle Missbräuche aufführen, würde sich nicht rechnen. Da ist es allerdings so, da sind wir von dieser etwas geringeren Anzahl von inkorrekten Bildnutzungen ausgegangen. Wie gesagt, da muss ich mir persönlich auch den Schuh anziehen, dass ich da blauäugig gewesen bin, ja. Und die letzte Nachfrage wäre die Einkommenssteigerung, 193%, ist ja schon mal nicht wenig. Das können Sie nicht ummünzen in eine Personalressource, sondern das verschwindet irgendwo im Bundesarchiv. Richtig. Nee, das verschwindet noch nicht mal im Bundesarchiv, sondern im Bundeshaushalt. Es ist noch nicht mal so, dass das Bundesarchiv das Geld einsacken kann, sondern da freuen sich andere hier in Berlin drüber. Es ist ja so, wir kriegen es irgendwann wieder. Adresse, ja? Bitte. Bitte? Bitte Adresse. Wie mit der Adresse? Von dem, der sich freut? Das ist Herr Schäuble, der freut sich. Also, ach so. Das kann man aber doch anders konstruieren. Da gibt es entsprechende gesetzliche Vorgaben, dass wir gewisse Schwellenwerte übersteigen müssten, dass wir es für den eigenen Haushalt verwenden dürfen. Diese Schwellenwerte haben wir noch nicht erreicht. Aha, danke. So, es ist ja jetzt schon fast wie beim letzten Mal. Jens Best als Zweiter.
Ich würde versuchen, da die Blauäugigkeit auch nach vorne zu werfen und jetzt einfach mal feststellen, wir haben also, es wurde also eine gewisse Offenheit gewagt, die dann in der Gesamtöffentlichkeit zu mehr Missbrauch geführt hat. Deswegen wurde es jetzt etwas zurückgenommen. Aber dass wir uns vielleicht jetzt auch nochmal fragen, warum gab es denn diesen Missbrauch? Also diese Sache mit eBay hat mich total verwundert, weil mit der Lizenz, wenn man die stehen lässt, könnte man es ja auch verkaufen. Man wäre nicht bestraft. Ja? Da ist ja tatsächlich jemand irgendwie, naja, von welchen Sachen auch immer geritten. Aber insbesondere auch der, was wir in den USA vielleicht unter Fair Use den einen oder anderen, wäre auch falsch. Nein, also es gibt keine Erfahrung in der Gesellschaft zu Creative Commons. Das ist eine ganz klare politische Sache, dass die Öffnung der Allmende ins Digitale und die damit einhergehenden Lizenzen, die man sozusagen fast schon in der Schule lernen sollte, nicht vermittelt werden, dass da keine Initiative ist, die politisch-gesellschaftlich getragen wird und damit natürlich wahrscheinlich 50, 60, 70% der Lizenzverstöße nicht passieren würden, weil die Leute wissen, wie es sich gehört. Ja? Und deswegen würde ich daraus politisch ableiten, dass wir Creative Commons noch mehr in der Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Bildungsprozessen verankern müssen und dann hoffen, dass es dann auch wieder eine Öffnung geben könnte, die ihr wahrscheinlich nicht absolut ausschließt, oder? Also wir Archivare sind ja gewohnt, in langen Zeiträumen zu denken. Und wir haben in unseren Verträgen zum Beispiel den Passus drin, dass auch eine Freigabe bei Wikimedia Commons eingeschlossen ist in diesem Vertragsbestandteil. Und diesen Vertragsbestandteil haben wir noch nicht gelöscht. Und das werden wir auch nicht. Also ich kann nicht sagen, was in 30 Jahren ist, was in 20 Jahren ist, wenn sich das wirklich so entwickelt, wie Sie sagen, was wir auch hoffen würden, dass halt mit diesen Creative Commons Lizenzen auch von Nachnutzerseite verantwortungsvoll umgegangen wird, dann ist es nicht auszuschließen. Und ich fände es, wie gesagt, persönlich auch schön. Ich fand es ein gutes Projekt und ich finde es auch richtig so. Es ist auch unsere staatliche Aufgabe. Wir haben ja ein Bundesarchivgesetz, nachdem wir an dritter Stelle verpflichtet sind, Dinge auch nutzbar zu machen. Sichern, erhalten, nutzbar machen. Das ist halt eine Möglichkeit. Wenn das jetzt im Moment, aus welchen Gründen auch immer, nicht in dem Maße möglich ist, heißt es nicht, dass es prinzipiell unmöglich sein wird. Ich bin rheinischer Optimist, also wer weiß. Nächste Frage. Ja, ich habe eigentlich keine Frage, sondern eine Anregung, sowohl an Wikimedia wie vielleicht auch ans Bundesarchiv. Manchmal wäre es hilfreich, wenn man einfach sehen könnte, wie genau man denn dieses Bild zitieren soll. Weil das steht bei Wikimedia Commons unter jedem Bild drin, das brauchen Sie nur kopieren. Ja, also ich bediene mich bei Wikimedia Commons häufig und jedes Mal frage ich mich, wie exakt soll ich das jetzt zitieren? Ja. Also ich finde es durchaus nicht trivial. Ja, Matthias Schindler antwortet direkt. Da kann ich eigentlich nur sagen, das Problem ist bekannt und es existieren auch erst sehr sehr kleine Ansätze, um die Nachnutzbarkeit besser zu machen. Ein Punkt ist beispielsweise, viele Nutzungen müssten gar nicht in der Weise erfolgen, dass sie eine Kopie davon ziehen und sie auf ihren eigenen Server packen. Sie könnten ja, und das erlauben wir bei uns, beliebig Hotlinking machen und dann könnten wir, wenn wir das hinbekommen würden, ihnen auch gleich ein HTML-Snippet liefern, das die Metadaten gleich mittransportiert in einem schönen Footer und dann noch am Ende noch den Link drauf klickbar machen. Das heißt, der Weg des geringsten Widerstandes wäre dann eben nicht die Rechtsverletzung, sondern das wäre wirklich das bequeme mit rüberziehen der ganzen Daten. Das gibt es dummerweise etwas versteckt bei Wikimedia Commons. Die Kollegen bei Creative Commons, also die Kollegen, die die Lizenzen erstellen, sind gerade im Planungsprozess für die Version 4.0 und dort ist ein Augenmerk nicht nur die Weiterentwicklung der Lizenzsprache, das ist eigentlich ein Vertragstext, das ist auch eine Frage, wie kann man die Lizenz auf den verschiedenen Ebenen maschinenlesbar, menschenlesbar, anwältelesbar so gestalten, dass sie auch wirklich umsetzbar ist, dass halt eben die nötigen Informationen mittransportiert werden. Und man kann das wirklich nur wiederholen. Das Postkartenfall. Ich glaube, es wäre weniger Aufwand gewesen, solche Postkarten auf eBay rechtskonform zu verticken. Und dann wäre es auch in Ordnung, dann wäre es genauso sinnlos gewesen, wie es vorher war, aber es wäre immerhin und vermutlich ein Betrug an dem Käufer, der denkt, er bekommt authentische Bilder, die noch schön vergibt und 100 Jahre alt sind. Sowohl auch der Abzug entsprechend alt. Aber nein, in diesem Fall glaube ich, haben wir eine Bringschuld als Wikimedia Deutschland, als Creative Commons, zum Teil auch als vielleicht als Bundesarchiv, kann man schon mal irgendwann, aber wirklich
den Leuten es noch einfacher zu machen und auch dann die moralische Fallhöhe zu vergrößern, dass halt eben dann eine Person, die dann immer noch darauf verzichtet, die Lizenzkonformität einzuhalten, dass die dann auch merkt, okay, und jetzt ist sie halt eben das, was halt eben andere Raubkopierer, Mörder oder sonst was nennen. Aber ja, also sie rennen dann bei uns bei offenen Türen ein, wenn sie uns mithelfen wollen, die Usability zu stärken, bitte. Also da könnten wir Hilfe brauchen und nicht nur wir, sondern halt auch alle, die kein Interesse daran haben, dass wohlmeinende Institutionen so vor den Kopf gestoßen werden. Ja, das war ein klarer Aufruf. Wir haben ja heute gehört, wie das geht. Also wir haben heute Freitagabend. Mal sehen, ob das dann morgen früh fertig ist. Die nächste Frage. Vielleicht noch eine Anmerkung. Können Sie das Ding nochmal anschmeißen? Nö? Was? Gut, können Sie nicht. Also einfach das hier rauskopieren. Das da unten unter Namensnennung rauskopieren und dann ist gut. Ne, also wenn ein Fotograf genannt ist, der hier nicht genannt ist, Heinrich Hoffmann, der da oben steht, ist nur die Agentur, nicht der Fotograf, dann steht der auch noch dahinter. Ne, also dann muss man das einfach nur noch rauskopieren und gut ist. Viele fragen uns ja auch und wir haben dann auch schon diese HTML, wie heißt das schön, Snippets oder was, Codebausteine soweit fertig, die schicken wir Ihnen dann als Textbaustein zu, schon mit der entsprechenden Signatur drin, die muss man nur noch einbauen. Also das, ja gut, aber selbst da passieren dann erstaunliche Dinge. Ich habe zwei kleine Fragen, weil Sie sagten, Sie haben das jetzt gestoppt wegen den vielen Urheberrechtsverletzungen, aber wir haben ja noch mindestens zwei Werkkategorien, die im Bereich Bildarchiv nicht ganz unwichtig sind. Zum einen die urheberrechtsfreien, wo das Urheberrecht erloschen ist. Da müsste es ja mittlerweile auch bei Fotos ein paar geben, wo die 70 Jahre schon rum sind. Warum kann man die nicht weiter breit zum Beispiel über Wikimedia zugänglich machen? Und die zweite Frage, was Ihre Policy bei verwaisten Werken ist? Ja. Verwaiste Werke, das haben wir heute Morgen, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen dabei waren, ja auch schon gehört, ist ein Riesenproblem. Gerade für Archive ist es ein Riesenproblem, denn mit einem Bein stehen sie immer im Knast und wir haben einfach einen Wertekonflikt zwischen dem Bundesarchivgesetz und dem Urheberrechtsgesetz. Nach Bundesarchivgesetz sind wir verpflichtet, Dinge nutzbar zu machen. Nach dem Urheberrechtsgesetz, wenn wir das tun, haben wir ein Problem. Weil bei vielen Werken ist völlig klar, wir werden niemals einen Rechteinhaber ermitteln können. Niemals. Wir haben keinen Namen, wir haben keinen Ort, wir haben keine Zeit. Wir haben Bilder aus deutscher Kolonialzeit, da können wir nicht mal den Kontinent sagen. Also wie soll ich da einen Urheber ermitteln? Also wir reden hier auch nicht von ein, zwei Bildern, wo es sich mal lohnt, mal ein paar Tage zu recherchieren. Wir reden hier über Mengen von ungefähr 2,5-3 Millionen Bildern. Mit 13 Leuten. Der reine Wahnsinn also. Wir können also nur hoffen, dass der Gesetzgeber im Rahmen des dritten Korps, wir haben netterweise nächstes Jahr im Frühjahr einen Termin im BMJ, also Bundesministerium der Justiz, dass wir da nochmal ein bisschen uns schlau machen können und dann vielleicht auch die Position der Archive nochmal darlegen können, dass es unbedingt wichtig wäre, da eine Regelung zu finden. Also insofern, meiner Meinung nach wäre es ja sogar so, eine Freigabe dieser Bilder, eine Einstellung dieser Bilder in der Datenbank ermöglicht ja erst auch eine Rechtewahrnehmung. Woher soll den Urheber wissen, dass die Bilder im Bundesarchiv liegen, wenn er da nicht rankommt? Ja, sie werden in der Bilddatenbank des Bundesarchivs, da sind auch Bilder, wo der Fotograf unbekannt ist. Das ist, na gut, das sind aus staatlichen Beständen, aber nichtsdestotrotz. Also, aber da wäre halt dringend eine Regelung wünschenswert, die auch Archive auch ermutigt, das zu tun. Wir sind ja nun schon einen relativ großen Schritt gegangen oder eigentlich einen Schritt, den andere Archive sich gescheut haben, eben aus dieser rechtlichen Problematik zu tun. Und ich hoffe, dass wir dann ab nächsten, naja, ich bin sehr optimistisch als Rheinländer, aber 2013, 14 eine Regelung finden, die das halt auch möglich macht. Das wäre schön. Und dann muss das Bundesarchiv sich aber auch neu positionieren. Da müssen wir mal schauen, wie wir diese Bilder dann nutzbar machen. Also bisher, wir haben die Eigentumsrechte an diesen Bildern. Wir nehmen für die Nutzung Gebühren. Dann muss man halt, dann müssen wir neu schauen. Und die Urheberrechtsfreien? Die gemeinfreien. Das werden wir in einem Aufwasch machen mit der Neuüberlegung. Also da ist es in der Tat so, bisher haben wir aufgrund des Eigentumsrechts auch für diese, nehmen wir auch für diese Bereitstellung dieser Bilder Gebühren. Das sind aber dann keine Urheberrechte oder sonst irgendwas. Die Urheberrechte haben wir ja sowieso nicht, sondern was wir allenfalls haben, sind Nutzungs- und Verwertungsrechte auch und gerade aus staatlichen Beständen. Aber da ist das Eigentumsrecht, aufgrund dessen wir diese Bilder digitalisieren, online stellen und dann gegebenenfalls, wie gesagt, in digitalen Bildarchiven 30% der Fälle auch Gebühren nehmen.
Armin Thalke. Wenn Sie sich dann mit den Vertretern des BMJ treffen, dann sollten Sie nicht vergessen zu sagen, dass auf jeden Fall eben auch unveröffentlichtes Material unter die verwaisten Werke fallen soll. Und darum handelt es sich, ne? Jetzt im Moment. Ne? Und die fallen ja im Moment überhaupt nicht in diesen Richtlinienvorschlag der Kommission und sind auch, denke ich mal, national nicht vorgesehen für die verwaisten Werke. Ich glaube, das wird ganz schwierig für das Archivmaterial. Ja, aber es wäre natürlich tragisch, wenn nicht dauerhaft dafür eine Lösung gefunden wird. Wenn es sind nun mal Kulturgut und die Frage ist ja halt auch nachher bei der Diskussion, wem gehört das Kulturgut? Und letztendlich so gesehen, nehme ich meine Antwort schon mal vorweg, letztendlich uns allen, uns allen Bürgern und dann muss es halt auch nutzbar sein. Also es nützt ja nichts, dass wir Archive Dinge nur verwahren. Das Verwahren nur um des Verwahrens willen, das ist nicht unbedingt, also daran sieht das Bundesarchiv nicht unbedingt seine Aufgabe, sondern es muss nutzbar sein, es muss wissenschaftlich verwertet werden können. Sie haben ja jetzt schon die Frage der Abschlussdiskussion gestellt. Das finde ich eine sehr schöne Überleitung. Bevor wir vorher noch uns mit einem Kaffee stärken können, gibt es noch eine letzte Frage? Ja, Herr Kilp? Ja, ich wollte gerne noch mal konkret fragen, jetzt an einem Beispiel 100 Jahre Erster Weltkrieg. Wie machen Sie das? Wie hoch ist der Anteil der gemeinfreien Bilder? Das ist ja wirklich 100 Jahre her. Gibt es da jetzt verwaiste Werke? Wie gehen Sie da vor? Instinktiv würde man doch sagen, man will alles sehen, was Sie haben, weil da wirklich vielleicht neue, interessante Dinge drunter sind, die man noch nicht kennt. Ja, also wir werden uns erstmal auf die Bestände, im ersten Schritt werden wir jetzt erstmal ermitteln, wie sieht es mit der Rechte-Situation aus. Bei einigen Beständen ist es klar, staatliche Bestände kein Thema. Bei anderen Beständen, gerade aus dem privaten Bereich, wir haben sehr viele Nachlässe, da werden wir versuchen dann, die Urheber zu ermitteln oder die Rechteinhaber. Die Urheber dürften schon längst tot sein, aber die Rechteinhaber zu ermitteln. Das wird nicht unaufwendig. Ansonsten unproblematisch ist es halt bei Akten. Also es bezieht sich nicht allein auf den Bereich Bild. Das ist vielleicht sogar eher marginal. Wichtig sind vor allen Dingen auch die Akten, dass man auch online nachvollziehen kann, welche Gründe haben zum Ausbruch dieses Krieges geführt, dass ich als Historiker mich auch wirklich online informieren kann. Die Bilder werden das dann auch abrunden und dass wir als Bundesbehörde natürlich nicht vorsätzlich einen Rechtsbruch begehen, sollte klar sein. Wir bemühen uns immer, diese Rechte zu beachten. Problematisch wird es dann, wenn wir, wie ich ja schon gesagt habe, diese Kollision zwischen diesen beiden Rechten haben, dem Bundesarchivgesetz und dem Urheberrechtsgesetz. Und dass wir Archivare uns dann eher fürs Archivgesetz entscheiden, sollte dann vielleicht nicht Wunder nehmen. Ja, vielen Dank.